Radio 1. Das Berlinale Radio. Täglich ab 22 Uhr. Berlinale Night Talk mit Knut Elstermann. Caroline Schuch, heute unsere Gastkritikerin. Die zweite Runde. Hallo. Ja, jedes Wort. Ist ja im Netz so. Du, ich kenne Leute, wirklich auch sehr gestandene Schauspieler, die sagen, ich gehe jetzt in keine Talkshow mehr oder so, weil mich genau das so nervt. Diese Vorstellung, dass alles, was man da so dahin sagt, irgendwie dann immer da ist. Geht's dir auch manchmal so? Ich war noch nie in einer Talkshow. Nein, warst du noch nie in einer Talkshow? Nein. Naja, doch, so. Bei dir? Bist du ja. Das auch eine Talkshow? Ja, war eine Talkshow. Aber da hat man ja mein Gesicht nicht gesehen. Das ist immer noch, man sieht da nicht, dass ich so schwitze und, doch, ich war auch schon mal in einer Talkshow, aber das ist jetzt tatsächlich nichts, wo ich sage, juhu, Talkshow, geil. Ja, ja. Mhm. Nee, aber umso dankbarer sind wir, dass du diesen Job hier angenommen hast, dass du dir Filme für uns angesehen hast. Du machst ja auch noch weiter mit Filme gucken. Du kannst übrigens jederzeit vorbeikommen, also auch die nächsten Tage, wenn du was gesehen hast, interessant fandest. Wir sind ab 22 Uhr immer hier, kannst jederzeit dir auch was sagen, kriegst ein Mikro, erzählst. Jetzt allerdings müssen wir reden über einen Film, der hier im Wettbewerb lief, aus Schweden. Der Originaltitel ist Toppen of Ingenting. Und Ingenting, habe ich mir sagen müssen, heißt so wie alles irgendwie. Ingenting ist so alles irgendwie. Also Toppen of Ingenting, der deutsche bzw. englische Titel, also The Real Estate, Grundbesitz, ist sehr viel einfacher, trifft es aber auch ganz gut, finde ich. Ein Film von Axel Petersen und Måns Månsson, die schon als Duo auf der Berlinale waren, im Forum, glaube ich, der Film Avalon, auch ein sehr merkwürdiges Werk mit der gleichen Hauptdarstellerin, mit Leonore Ekstrand. Und damit sind wir schon bei der Hauptfigur. Noyette heißt sie, ist keine ganz junge Frau mehr und hat offenbar auch ein wüstes Leben geführt vorher. Und wir können, glaube ich, sehr schnell sagen, was sich jetzt in ihrem Leben sozusagen verändert zu Beginn des Films. Ist ja eine einschneidende Veränderung für diese Frau. Ja, genau, das ist ja eine Party-Lebedame, die in Spanien ihren Alterssitz wohl gefunden hat, aber nun zurückkehren muss, weil der Vater gestorben ist und der hat ein riesiges Mietshaus, was er ihr hinterlässt und das ist wirklich groß und es hat viele Mietparteien und sie steht da vor dem maximalen Chaos, weil da läuft überhaupt nichts, wie es laufen soll. Es gibt keine Verträge offenbar, die Leute wohnen da einfach so. Es ist ein Hochhaus, auch über 72 Parteien wird irgendwann mal gesagt. Sie läuft da mal durch, versucht herauszufinden, ob die irgendwie Verträge haben. Die meisten haben keine, wissen gar nicht, wenn es einen gibt, wo der liegen könnte. Was hattest du am Anfang für ein Gefühl? Also ich dachte, da meint sie das noch eigentlich ganz ernst. Vielleicht will sie wirklich nach diesem wilden Leben Verantwortung übernehmen? Was meinst du? Ja, ich war auch so, ich hab ja das hier gelesen, was man eben immer so, diese kleinen Texte zu den Filmen. Und dann dachte ich so, ja, wo ist denn jetzt diese Lebedame? Sie war sehr zugeschnürt und sehr aufgerichtet und so und dann plötzlich schmiert die da so weg. Also das war wirklich verrückt, wie sie sich auch zeigt, gerade auch die Schauspielerinnen, wie uneitel sie das auch macht, das ist wahnsinnig toll. Also das beeindruckt mich, hat mich total beeindruckt, ja. Also es gibt eine Sexszene nachher, also sie ist auch relativ unverblümt und ich finde, das also ist sozusagen Wolke 9 nochmal sehr viel heftiger. Also es ist ein alter Sex, aber so wüst habe ich auch selten gesehen, fand ich auch klasse. Also diese Sexszene, die hat es wirklich in sich. Wie geht's? Ist es auch ein bisschen heikel, sowas immer? Ja und nein. Also ich hatte tatsächlich auf der Berlinale, ich meine, das starke Frauenvertretung und starke Frauenfiguren in Filmen ist ja sowieso so das Thema der Stunde auch. Und es wurde auch gestern besprochen, dass es doch viel alltäglicher sein sollte, dass natürlich der Sex hört ja nicht auf mit 40. Ist doch super, dass das auch so gezeigt wird. Also mir hat das auch gut getan, das zu sehen. Ja. Also, macht eine Hoffnung irgendwie, ne? Deine Karriere geht ja auch noch weiter, obwohl du ja noch ganz jung bist. Jetzt haben wir aber in diesem Film, du hast gesagt, so schön, sie schmiert irgendwie ab, weil sie dreht wirklich völlig ab. Also sie wird immer verrückter, sie ballert nachher mit einem Maschinengewehr rum, bedrängt dann auch die Mieter, will eine ganze Etage entmieten, damit sie das Haus endlich verkaufen kann. Die müssen also alle raus. Hast du dafür eine Erklärung gehabt, was eigentlich in diesem Augenblick mit dieser Frau passiert ist? Ich finde, sie spielt das hinreißend. Man guckt ihr wirklich gerne zu beim immer verrückter werden. Nee, ich hab's nicht so ganz verstanden. Vielleicht hast du ein bisschen mehr rausfinden können. Und mir fällt es halt so ein bisschen schwer, so eine Sympathie für so Hausbesitzer zu entfachen, die Mieter raushauen wollen. Das fällt mir so ein bisschen schwer. Mit ihr als Hauptdarstellerin ist das entzückend, aber trotzdem denke ich mir so, ja, also lass die doch bitte da drin wohnen, die armen Menschen. Du hast es doch gar nicht nötig, dass die jetzt alle irgendwie dreimal so viel Miete zahlen oder so. Das
Also genauso ging es mir auch. Fragezeichen, ich weiß nicht, hilf du mir. Nein, mir ging es ja genauso wie dir. Also ich mochte sie als Schauspielerin, fand sie hinreißend, auch in jeder Situation. Aber ich fand eben auf der anderen Seite, warum soll ich mir eigentlich ansehen, wie so eine Frau genau das tut, wovor wir alle Angst haben, nämlich die Mieter zu bedrängen. Aber dann habe ich mich eben gefragt, nach längerem Nachdenken, ob ich sie eigentlich mögen muss. Warum eigentlich? Vielleicht ist es wirklich so ein erschreckendes Bild für eine Frau, die immer verantwortungslos war und jetzt mit dieser Verantwortung wieder überfordert ist. Vielleicht sollen wir sie nicht mögen. Wäre das eine Variante? Ja, aber ich mag so gerne die Hauptfiguren in Filmen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. ich mag sie ja. Also ich mag sie und trotzdem finde ich es unfassbar schlimm, was sie am Ende des Films tut. Und das werde ich euch nicht verraten. Nein. Und der Film lässt uns auch damit auch völlig allein übrigens. Er endet völlig abrupt. Es wird immer brutaler, immer härter. Und dann ist der Film zu Ende, der übrigens, das müssen wir wirklich sagen, ich finde, wunderschön gedreht ist. Also diese ständigen Nahaufnahmen, der Film ist ganz nah dran. Vielleicht auch symbolisch dafür, dass sie gar keinen Überblick mehr hat in ihrem Leben. Also ich finde, was die Kamera da leistet und auch die Schauspieler, das ist schon großartig. Wie ging es dir damit? Ja, auch auf jeden Fall. Ich habe mich dann aber doch auch sehr gefreut, dass sie mal aufs Land gefahren sind. Und es war irgendwann auch mal grün und Licht und nicht immer dieses dunkle, fiese Haus, was aber trotzdem, wie du sagst, sehr, sehr schön gefilmt ist. Ja, auf jeden Fall. Also ein Film, der extrem, wie sagt man so schön, wenn man nicht weiter weiß, verstört. Das klingt immer gut. Dann, aber es ist ja auch so. Er verstört uns, er lässt uns irgendwie allein mit seiner Botschaft, die wir nicht verstanden haben. Aber er hat uns auch beschäftigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Jury auch sagt, so eine Hauptdarstellerin, das ist einfach klasse. Egal, was wir mit dem Film jetzt anfangen, die ist einfach der Hammer. Leonore Extran wird uns morgen hier auch besuchen übrigens. Wir werden sie feiern. Auch die beiden Schöpfer des Films kommen. Und ich freue mich da wirklich aufs Gespräch, weil das waren sehr ehrliche Fragen sein, die sie wahrscheinlich nicht beantworten, machen Künstler dann nicht gern. Ne? Wenn man so direkt fragt, was wolltet ihr uns damit sagen? Oh, wenn sie so ist wie im Film, dann wird sie dir sehr direkt antworten. Erstmal danke auch für diese Kritik. Also wir sind sehr gespannt, wie der Film hier insgesamt ankommt. The Real Estate ist auf jeden Fall ein sehr ungewöhnliches Werk und schön, wenn ein Wettbewerb nicht so glatte Werke nur präsentiert. Wie geht's mit dir jetzt so weiter? Was machst du als nächstes? Du hast ja viel gedreht mit Julia von Heinz. Wirklich schöne Arbeiten. Sie hat dir auch viel Vertrauen geschenkt und für dich auch so eine neue Tür geöffnet. Finde ich wichtig, gerade sie ist ja extrem engagiert, auch für 50-50, also für Frauenrechte im Film. Ist das auch etwas, was dann so für dich wichtig ist, gerade vielleicht auch gemeinsam mit ihr, für sowas zu kämpfen? Ich werde mich auf jeden Fall dieses Jahr auch auf diese Podiumsgespräche und so, ich werde mir das alles anhören, weil das natürlich uns alle beschäftigt. Das sind viele Sachen, die so ins Rollen kommen und die Gespräche auf der Berlinale, auf diesen, auch diesen Empfängen und so, die sind wirklich anders dieses Jahr. Man spricht sehr viel ernsthafter über das, was so da gekommen ist und was nicht richtig ist und was Frauen angeht und was sich ändern sollte und muss. Und das gefällt mir total gut, ja. Es ist wirklich auffällig, dass überhaupt niemand dran vorbeikommt. Das ist schon mal klasse. Und jetzt, was deine Filme selbst betrifft, deine Arbeit, was passiert da noch so in diesem Jahr? Ich habe ja ein wirklich kleines Baby. Ich habe lange gearbeitet, bis fast Weihnachten, an dem neuen Film von Bulli Herbig, der ein ganz neues Genre für sich jetzt entdeckt hat. Ich bin ganz gespannt, wie der wird. Und jetzt fahre ich erstmal einen Monat nach Südafrika, aber mit der Familie privat. Einfach als Mensch? Als Mensch. Mit deinen Kindern, mit deinem Mann. Und dafür wünschen wir dir jede Menge Spaß. Erhol dich richtig gut, auch von uns natürlich, von der Berlinale. Unsere tolle Gastkritikerin war heute Caroline Schuch. Herzlichen Dank und gute Reise. Danke. Täglich ab 22 Uhr Berlinale Night Talk im Cinemax am Potsdamer Platz. Radio 1, das Berlinale Radio.